Servus und willkommen beim Oberpfalz Echo Podcast. Was macht eigentlich? Was macht eigentlich Dr. Josef Scheiber, Gründer der BioVariance, einer Biotech-Firma aus Waldshausen, die dabei helfen will, den Krebs zu heilen? Herzlich willkommen, Sepp. Hallo, servus Nick, danke für die Einladung. Gerne, gerne. Sepp, du bist studierter Biologe und beschäftigst dich jetzt mit der Präzisionsmedizin. Ihr analysiert genetische Daten. Kannst du mal bitte für mich als Laien erklären, was genau macht jetzt ihr da eigentlich? Okay, da wollen wir jetzt ein bisschen weiter ausholen. Aber der Hintergrund ist im Prinzip, es hat ja in allen Bereichen die letzten Jahre einen massiven technologischen Fortschritt gegeben, wo das jeder mitkriegt, war zum Beispiel mit den Smartphones und Ähnliches. Einen viel größeren Fortschritt hat es aber nur in der Biologie, in den Biowissenschaften gegeben. Also wir haben jetzt Technologien, von denen man vor 10 Jahren noch gar nicht reden hat können, weil es einfach nur nicht da war. Und in diesem Rahmen ist halt auch die Datenerhebung immer besser geworden und wir können jetzt, das hat vor gut 10 Jahren nur einen 2-stelligen Millionenbetrag gekostet, jetzt für heutzutage sind wir bei einem niedrigen 3-stelligen Eurobetrag quasi unseren eigenen Source-Code, den DNA-Code auslesen und entsprechend interpretieren, was das bedeutet. Und es ist ja so, gewisse Mutationen können dann auch onkologische Probleme, also Tumore, auslösen. Und wenn man die speziell finden und analysieren kann, dann kann man die an der Stelle auch bekämpfen. Okay, also verschiedene Medikamente und da wollen wir halt ansetzen, genau. Ja, also das heißt praktisch, du schaust da Genom vom Individuum, vom konkreten Menschen an, analysierst es und sagst dann für genau dich als du mit deinen Genen, du brauchst am besten dieses Krebsmedikament für deinen speziellen Krebs. Genau, und ganz speziell darf man sogar das Genom von dem Krebs anschauen, weil es ein bisschen unterschiedlich ist zu deinem normalen, deswegen ja oft der Krebs ausgelöst ist. Und genau das analysieren wir, um zu verstehen im Prinzip, wie da der Krebs tickt. Und wenn man das versteht, dann kann man an der richtigen, mit der richtigen Angriffsstrategie angreifen, sprich mit dem richtigen Medikament. Und das ist auch eine große Tendenz in der Pharmaindustrie, immer mehr so zielgerichtete Medikamente zu entwickeln. Weil je genauer man das versteht, desto besser kann man es auch bekämpfen. Okay, also quasi personalisierte Medizin. Genau. Super spannende Geschichte. Das hilft dann dem Patienten, indem er halt einfach die richtigen Tabletten oder Pillen oder was auch immer für Behandlungsmethoden dann bekommt. Also es ist jetzt schwierig, an der Stelle richtig und falsch zu sehen, weil früher hat man einfach nicht die ganzen Optionen gehabt. Da Chemotherapie ist auch richtig, bloß sie ist halt die Holzhammer-Methode. Und jetzt in den letzten Jahren haben sich halt immer mehr Methoden gefunden, wo man dann viel zielgerichteter angreifen kann, wo du dann weniger Nebenwirkungen, aber trotzdem eine bessere Wirkung hast. Wo dann innerhalb kurzer Zeit gewisse Sachen, Tumore dann halt auch kleiner werden oder sogar verschwinden können. Okay, und das ist funktioniert jetzt nur für Krebs oder zunächst für Krebs oder geht das auch mit anderen Krankheiten? Das geht grundsätzlich mit jeder Krankheit, die irgendeinen Bezug zu Erbinformationen oder so hat. Es ist so, im Pharmabereich ist einfach Onkologie im Moment das, wo am meisten geforscht wird. Wenn du jetzt ein bisschen historisch zurückdenkst, ist es so, bis ungefähr 1945, bis die Penicilline entwickelt worden sind Menschen an Infektionskrankheiten gestorben. Das hat sich damit seitdem größtenteils gelöst, das Problem zumindest in die Industrieländer. Und dann sind über viele Jahre eben die Menschen an Herz-Kreislauf-Erkrankungen gestorben. Das war quasi bis ungefähr Anfang der 1990er Jahre war das immer die Haupttodesursache. Und seitdem, da sind dann die sogenannten Statine am Markt gekommen, seitdem sind in Deutschland die Herzinfarkt- und Schlaganfallraten um über 60% gesunken. Und die Menschen werden halt nur älter und immer nur älter heißt, es erwischt uns irgendeine andere Krankheit. Und das ist im Moment eben sehr weit verbreitet, die verschiedensten Krebsarten. Und es ist aber auch absehbar, dass man den irgendwann zu einer chronischen Erkrankung machen können in den nächsten Jahren und dann werden halt die Leute alt genug, um dann die neurologischen, also kommt dann Alzheimer und Parkinson etc. daher und da wird natürlich jetzt auch schon geforscht.
Das sind so diese Zeitläufe. Also grundsätzlich kann man es für fast jede Krankheit einsetzen im Moment. Und das so tickt halt zum Beispiel Pharmaindustrie. Da ist der attraktivste Markt, weil du die meisten Patienten da hast. Es hat aktuell die Onkologie und mit den ganzen Krebserkrankungen. Okay, deswegen konzentriert ihr euch auch darauf halt. Weil es da auch die meisten Optionen gibt, weil wir sind ja darauf angewiesen, dass es für möglichst viele verschiedene Mutationen, Variationen auch Medikamente gibt, dass du da angreifen kannst. Und weil da mehr geforscht wird, gibt es einen größeren Werkzeugkasten, den es in anderen Bereichen noch nicht so gibt. Okay, das heißt, wenn du jetzt irgendeine seltene Erbkrankheit hast, dann gibt es da eh bloß ein Medikament beispielsweise und damit gibt es halt das oder keins und ihr könnt es nicht irgendwie empfehlen. Genau, ja. Genau so ist es. Aber Verstanden. Wenn man dort forschen würde, also wenn da mehr geforscht werden würde, dann würde man da auch mehr Informationen finden können und man könnte dann mittelfristig auch solche Optionen eröffnen. Ja, wie ist jetzt das bei euch ganz konkret? Ist das schon im Einsatz, was ihr da macht? Ist das nur experimentell, Forschungsphase? Also, wo steht ihr da? Irgendwo dazwischen. Also wir setzen das in Kooperation mit ein paar so onkologischen Kliniken auch schon ein. Und wir haben jetzt über die letzten 2 Jahre ein eigenes Produkt aufgebaut, dann auch mit der sogenannten Zulassung als In-vitro-Diagnostikum, IVD-CE, das wir jetzt dann auch entsprechend auf den Markt bringen werden. Und das ist die Idee, dann auch das über Krankenkassen direkt dem Patienten oder den Onkologen anzubieten. Okay, aber das heißt, eure Kunden sind dann letztendlich, oder eure Nutzer sind Ärzte, Onkologen, die halt schauen, was für genau, die passt? Genau, am Schluss entscheidet der Onkologe, dass er sowas machen will. Gibt da natürlich auch andere Firmen in dem Bereich, aber das ist im Moment so, theoretisch könnten schon über 80% der Krebspatienten von so einer Analyse profitieren. Aktuelle Zahl in Deutschland ist ungefähr 10%. Einfach dadurch, dass es noch sehr innovativ ist und halt dadurch, dass die Entwicklung in dem Bereich aktuell so schnell ist, was für das Gesundheitswesen halt ungewöhnlich ist. Du hast gerade gesagt, der Weg geht dahin, dass der Krebs irgendwann nur noch in Anführungszeichen eine chronische Erkrankung ist. Und quasi, kannst du da nur einen Satz sagen dazu? Wie schnell geht das? Was ist da zu erwarten? Ist das realistisch? Es ist auf jeden Fall realistisch. Also es kommt immer darauf an, mit wem du redest. Es gibt jetzt zum Beispiel von der Bundesregierung auch die Dekade gegen den Krebs, nennt sich das, dass der innerhalb von 10 Jahren dahin kommen will, ist die Frage, je nachdem, wie ambitioniert du vorgehst. Es gibt schon eine ganze Reihe Indikationen, wo du jetzt schon da bist, die vor 10 Jahren noch ganz anders gewesen wären. Du hast zum Beispiel ein Beispiel, mit dem habe ich mit dem Forscher mal persönlich geredet, von Novartis, das Medikament Imatinib, das ist um 2000 rum, das war die erste zielgerichtete Therapie, die da auf den Markt gekommen ist. Die Patienten hinter der Krankheit haben normalerweise, hinter der onkologischen Indikation, haben normalerweise Lebenserwartung von 6 bis 12 Monate gehabt. Die meisten der Studienpatienten von damals, Anfang des Jahrtausends, leben heute noch. Und das ist also, was das für einen Einfluss haben kann. Und nachdem ja das nicht ein Krebs ist, sondern 100 verschiedene oder nur mehr, muss man halt in jeder dieser Nischen auch entsprechend die Forschung betreiben. Also wenn du jetzt sagst, zum Beispiel Leukämie, Lymphom, das war vor 70 Jahren, war das eine Krankheit vom Blut und nach 5 Jahren waren alle tot. Heutzutage sind das jetzt 250 verschiedene Krankheiten, aber 90% der Patienten leben nach 5 Jahren noch. Okay. Und je tiefer man da einsteigt, desto besser versteht man halt den Bauplan oder Schaltplan, der da in der Biologie dahinter steckt und desto besser kann man halt behandeln. Und von daher ist es, ist wahrscheinlich erst so, aber in den nächsten 10 Jahren ist das absolut erreichbar. Okay, dass Krebs nicht mehr tödlich ist, sondern behandelt werden kann und man damit lebt, wenn man mit Bluthochdruck oder so lebt? Genau, dass du halt faktisch dauerhaft irgendwelche Medikamente nimmst, die aber dann unter das dann auch analysiert wird und immer wieder angepasst, weil der bildet ja auch Resistenzen und so. Aber wir haben jetzt die Möglichkeiten, das zu analysieren und dann zu sagen, jetzt nimm wieder was anderes, sodass man halt im Endeffekt normale Lebensqualität hat mit ein paar Medikamenten, ja. Also, super Nachrichten, in Klammern. Die schlechte Nachricht ist, wenn man den Krebs überlebt, dann kommt halt eben Alzheimer oder was auch immer dann als nächstes. Genau, aber es gibt dann irgendwie schon mal 10 weitere Jahre mit Sicherheit und dann kommt irgendwas anderes. Aber da wird jetzt auch schon geforscht und wir werden ja im Forschen immer besser und schneller. Und
ohne, ja, ich will jetzt nicht die Pandemie, die war jetzt jeder aus, jetzt an der Stelle nicht auswalzen, aber vor 10 Jahren hätte man dann nicht nach einem halben Jahr schon Impfstoffe gehabt. Ja, das Interessante ist, wir haben ganz schnell Impfstoffe gehabt, aber wir sind jetzt dabei, uns zu überlegen, dass wir ja einen digitalen Impfausweis brauchen könnten. Das ist jetzt irgendwie die Woche ausgeschrieben worden. Also der Impfstoff ist so 100-mal schneller als die Verwaltung dann hinterher, das auch irgendwie zu dokumentieren. Das ist biomedizinische Innovation, treibt die Innovation woanders. Da gibt es so eine schöne Kurve mit Datengenerierung in der Biologie im Vergleich zu IT. Und dir sagt ja Moore's Law sicherlich was, dass sich alle 18 Monate die Rechenleistung verdoppelt. Ja, ja. Das hat ja seit Anfang 1970 oder so gilt das Gesetz. Die Biologie ist da die letzten 10 Jahre noch erheblich schneller. Also auf der logarithmischen Skala, wo Moore's Law gerade ist, ist die Biologie trotzdem exponentiell. Und wird dann mit Sicherheit auch weitere Innovationen treiben. Und die Biologie wird halt immer mehr zur informationstechnologischen Disziplin an der Stelle. Ja, da können wir gleich nochmal drauf kommen. Das ist nämlich auch eine super spannende Geschichte. Ich habe bloß vorher nur so einen kleinen Schlenker auch, wie man das alles so hört. Das ist ja also wahnsinnig, was da passiert. Umso steinzeitlicher kommt man eigentlich das Gesundheitssystem vor, das wir jetzt so haben. Also die einzigen Faxe, die ich jetzt noch kriege, die sind entweder von so Blitzerwarngeräten, aktuell auch Masken und Schnelltests und so Spam-Zeugs und von Ärzten, Arztberichte und sowas. Das kommt per Fax. Und es gibt wirklich nur genügend Ärzte, möchte ich sagen, die einfach auf mit Stift und Papier irgendwie mitschreiben und halt dann irgendwelche Pillen verschreiben, was kein Mensch weiß, ob das mit dem anderen sich verträgt oder sowas. Und warum ich das erzähle, ist nur eine andere Geschichte. Nämlich, ihr entwickelt ja in die Richtung eine App, die Pillbox. Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen. Was macht die? Ist eigentlich eine simple Geschichte, aber super effektiv, so wie ich das sehe. Genau, sie greift im Prinzip mit den Methoden, mit den genetischen Analysen, findet man, welche Medikamente richtig wirken. Und dann geht es ja darum, dass die auch richtig eingenommen werden sollen. Und das ist manchmal relativ kompliziert zu unterschiedlichen Tageszeiten. Und da werden halt dann die Betroffenen über die App erinnert, wann was zu nehmen ist. Und gleichzeitig auch, wenn es mit anderen Medikamenten, die ein anderer Arzt verschreibt, er sich vertragt oder nicht vertragt, darauf hingewiesen. Weil das ist nämlich ein großes Thema, ist tatsächlich im deutschen Gesundheitswesen, dass man die Digitalisierung, die man aus der Geschäftswelt kennt, da ist das Gesundheitswesen Minimum 15 Jahre hinterher, eher mehr. Weil das Beharrungsvermögen einfach sehr groß ist, weil halt viele ältere Ärzte haben auch das Problem damit haben, dass sie dann theoretisch vergleichbar werden und dass man dann leichter Fehler nachweisen kann. Aber Fehler sind gang und gäbe. Und dann kommen wir das Thema Datenschutz, dass man natürlich digitale Daten bedeutet natürlich, dass viel mehr Daten vorliegen. Und da gibt es ein paar schöne Zitate. Eines von dem Hans Lehrach, das ist ein Professor am Max-Planck-Institut in Berlin, der sagt, im deutschen Gesundheitswesen tötet der Datenschutz mehr Menschen als er schützt. Und das andere ist, ich weiß nicht, von wem das ist, in meinem Vortrag gehört, der Datenschutz im Gesundheitswesen schützt vor allem vor besserer Behandlung. Das klingt jetzt ziemlich radikal, ist aber oft so, wir könnten, wenn anonymisierte Daten, also die individuellen Daten, wer dahinter steht, interessiert eigentlich gar nicht, sondern dass man einfach in der gleichen Altersgruppe, gleiches Geschlecht und gleiche Indikation vergleichen könnte, welche Behandlung hat am besten funktioniert, kann man erheblich bessere Ergebnisse erreichen. Das ist unstrittig in der Literatur. Also ich finde überhaupt nicht, dass das radikal klingt. Ich finde, das müsste längst selbstverständlich sein. Und man sieht ja auch, was man jetzt, wie wenig man immer noch weiß über Ansteckungen bei Corona oder so, weil keiner irgendeine App hat, der irgendwas aufzeichnet. Und das kollidiert meines Erachtens gar nicht mit dem Datenschutz, weil man das, wie du das auch sagst, ja auch anonym machen kann. Ich weiß einfach also nicht, wie viel stecken sich heute in Schulen an oder in Restaurants oder so. Das muss man irgendwie ganz kompliziert untersuchen oder was. Man kann es ja einfach, wenn man die Daten preisgibt. Genau. Und es sind jetzt keine problematischen Daten oder so. Da kann ja kein irgendwas Böses tun damit, wenn ich die Daten habe. Es ist natürlich schon immer so ein bisschen zwiespältig. Es gibt schon irgendwo was, wo man dann mit Daten auch böse Sachen machen kann, Identitätsdiebstahl oder was weiß ich. Aber das ist ja hier nicht der Fall. Da gibt es so viele positive Anwendungen. Also
Aber es entwickelt sich da jetzt durchaus in letzter Zeit einiges in die positive Richtung. Ja, das ist ja immerhin was und hoffen wir, dass das so weitergeht. Genau. Du hast vorhin Moore's Law angesprochen, so das, was sich bei den Prozessoren entwickelt. Jetzt gibt es ja die, vor 10 Jahren hat man gesagt, irgendwie Software is eating the world. Also die Software frisst alles auf, alles wird Software. Jetzt sagt man praktisch die Biologie, Biotech. Es wird alles Biotech. Bei euch sind, wenn man drauf schaut auf die Seite, ich glaube, mehr Softwareentwickler als irgendwie Biologen oder so beschäftigt. Wie spielt das zusammen? Im Endeffekt, vorher ganz kurz erwähnen, Biologie wird ja Informationswissenschaft. Du kannst dir das so vorstellen, weil die DNA ist der Source Code, also was der Computer, was den Computer eintippst. Dann die RNA, das was dann in der zentrales Dogma der Molekularbiologie hat man da früher dazu gesagt. Daraus, das ist im Prinzip dann die kompilierte Version und die Proteine, die danach kommen, sind dann die Funktionen, die aufgerufen werden. Also du kannst diese ganzen Abläufe der Biologie sehr gut in diesen IT-Paradigmen nachbilden. Und wenn man so sagt, Thema ist ja einmal so Machine Learning, künstliche Intelligenz, was jeder so nennt, das bildet ja im Prinzip auch biologische Prozesse nach. Und es war jetzt auch letztes Jahr der Nobelpreis in der Biologie Medizin für die CRISPR-Cas9-Technologie. Da geht es um Geneditierung. Das ist im Endeffekt nichts anderes wie Editierung von Source Code am lebenden Objekt sozusagen. Also, dass man dann im Prinzip, du kannst dann deinen eigenen Source Code auslesen und im Extremfall auch verändern. Und das ist natürlich für die Behandlung von Krankheiten, zum Beispiel Thema seltene Erbkrankungen, hast du vorher angesprochen, gibt es ein paar super Erfolge, weil wenn man bloß einen Buchstaben von 3 Milliarden austauschen muss, um die Krankheit zu heilen, ist das natürlich ein gigantischer Erfolg. Aber ist natürlich ethisch immer zwiespältig. Da hat es ja in China letztes Jahr die Diskussion gegeben mit dem Forscher, der Kinder gezeugt hat im Reagenzglas, die HIV-resistent sind. Also es ist immer so sehr zweischneidig. Das Ganze kannst du sehr viel positive, aber auch sehr viel negative Sachen machen. Ja, denkst du, dass ich oder kann man dann Gene oder Lebewesen also programmieren wie ein Computer? Also kann ich hergehen und mich umprogrammieren? Meine Gene, sagst du, das funktioniert oder das ist sinnvoll bei Erbkrankheiten und wird wahrscheinlich auch schon gemacht oder wird schon gemacht. Kann man dann ganze Lebewesen umprogrammieren? Also es ist die Frage, wie du jetzt Lebewesen, ab wo du das als Lebewesen definierst. Ja, den Mensch zum Beispiel. Bei der Mensch ist natürlich eher kompliziertes Lebewesen, nicht das komplizierteste, also so ein Weizen hat viermal so viel Gene wie wir oder so, aber nehmen wir mal Bakterien als einfachen Fall. Es ist mittlerweile einer der Pioniere da, Gensequenzierung, der Craig Venter, denen ist es gelungen, Bakterien im Labor zu synthetisieren, die sich anschließend auch vermehren. Also du kannst im Labor sowas schon machen. Und wenn du das mit diesen die ganzen Paradigmen DNA, RNA, das sind natürlich auch bei komplexeren Organismen, da hast du dann die Kommunikation zwischen den Zellen und so in dem Moment, richtest du, weil man nur zu wenig versteht, durch sowas mehr Schaden an als Nutzen. Das ist aber der momentane Zustand. Der wird sich die nächsten Jahre auf jeden Fall ändern. Und dann wird es natürlich auch möglich sein, sagen wir mal, interessantes Beispiel, das gut erforscht ist, Gene, die Haarausfall auslösen. Ich selber habe jetzt ja doch nur recht guten Haarwuchs. Ich habe aber von den 34 bekannten Bereichen, die Haarausfall auslösen, eigentlich fast alle negativen erwischt. Sprich, irgendwann wird mich das ereilen. Das ist was, was man theoretisch ändern könnte, dann, wenn man es machen wollen würde. Okay. Oder wenn wir jetzt vorher wieder über Krebs sprechen, du kannst zum Beispiel im Brustkrebsbereich gibt es da ein paar ganz gute Erfolge, die den Tumor leicht verändert haben, dass anschließend das Immunsystem den angreift. Also es ist immer auch wieder eine sehr zwiespältige Sache, aber ja, es wird in absehbarer Zeit, und jetzt wollen wir da in Klammern leider oder juhu dazu schreiben, auch möglich sein, natürlich Menschen zu verändern, genetischerseits. Okay, und das ist wahrscheinlich wie überall dann, es hat alles seine guten Seiten und auch seine schlechten Seiten und welche Oberhand gewinnt, wird immer im Einzelfall entscheidend sein. Genau, das geht immer in beide Richtungen. Ich habe da mal in einem Vortrag den Vergleich genommen, der Film Terminator sagte dir sicherlich auch was, bis der Schätzung der Altersgruppe.
Der kommt aus dem Jahr 2029 in dem Film. Das heißt, das ist jetzt ja nur 8 oder 9 Jahre weg. Und im Prinzip sind wir auf einem ganz guten Weg. Also, ich weiß jetzt nicht, was mit Zeitreisen ausschaut, aber rein die Technologie, um so biologische und mechanische Hybrid-Sachen, da, das ist was, und gerade diese Kriegsforschung ist an der Stelle sehr zweifelhaft, wobei das Gleiche, wenn du es jetzt dafür Volkskrankheiten einsetzt, das super positive Geschichte ist. Ja. Und darum muss man sich. Ja, bitte. Und darum muss man sich da halt immer im Klaren darüber sagen, mit diesen Technologien kannst du auch Sachen machen, die man eigentlich nicht machen will, aber halt auch sehr viele, die sehr von Vorteil sind. Und das ist die ganze ethische Komponente ist höchst spannend, aber auch verdammt schwierig. Ja, ganz konkret gefragt, wie geht es ihr damit um in Waldsassen bei BioVariance? Habt ihr da, nach was riecht ihr euch? Wer sagt dann irgendwie Stopp oder wie läuft das ganz praktisch? Also wir sind jetzt in diesem fokussierten Bereich onkologische Behandlungen unterwegs. Und das Ziel ist ja da eben besser zu verstehen, was in der Biologie von zum Beispiel einem Tumor passiert. Und wenn ich jetzt daran arbeite, einen Tumor zu killen, tue ich ja eigentlich was Gutes. Von daher, und das ist aufwendig genug, sodass wir uns mit diesen verrückteren Themen, die ich natürlich in der Presse ganz gern verfolge, kehrt aber nicht zu unserem Tagesgeschäft, sondern eher, dass halt die IT-Plattform, dass die Datenanalysen laufen können, dass man die Daten interpretiert, genügend externe Daten hat, um das in Kontext zu bringen und so. Also die Frage stellt sich bei uns im Tagesgeschäft nicht, weil das Ziel eben ganz zielgerichtet die Krankheitsbehandlung ist, beziehungsweise noch fokussierter, nicht irgendeine Behandlung, sondern eine Behandlung durch Medikamente, wo es ja wieder ein Subbereich ist. Okay, verstehe. Jetzt hast du gerade Terminator schon erwähnt. Was ist denn so, machen wir einen kleinen Ausblick in die Zukunft. Was kommt denn da alles die nächsten Jahre, in 10 Jahren, in 20 Jahren vielleicht? Wo geht es denn hin, aus deiner Warte? Es wird verdammt spannend. Und es wird alles sehr viel schneller gehen, als man das erwartet. Es gibt jetzt in Kalifornien, da startet ja sowas gern mal, eine neue Welle an Startups, die sich tatsächlich der Krankheit des Alterns annehmen. Also im Prinzip, das Ziel ist, den Alterungsprozess rauszuzögern und eine höhere Lebenserwartung zu erreichen. Und da sind wir schon wieder beim Thema Ethik. Ist das was, was gewollt ist oder nicht? Ist Alter überhaupt eine Krankheit, gell? Oder genau, ist einfach normal? Also rein biologisch gesehen, kannst du Alter wirklich als Krankheit sehen? Das ist ein Prozess, den du beeinflussen und ändern kannst. Du kannst, in Mäusen funktioniert das wunderbar mittlerweile, dass du die Lebenserwartung verdoppeln und verdreifachen kannst mit molekularbiologischen Anwendungen. Es gibt jetzt die ersten Startups, die das auch am Menschen versuchen. Ist letztes Jahr eine Studie in einer der renommiertesten wissenschaftlichen Zeitschriften publiziert worden, also Kombination Science war das, Studie an Menschen gemacht worden mit zwei verschiedenen Medikamenten. Die Studie hat 2 Jahre gedauert. Die sind damit behandelt worden mit dieser Kombination der Medikamente. Ist auch ziemlich durch die Presse gegangen. Und nach Ende der Studie, also 2 Jahre später, waren die Probanden 3 Jahre jünger als zu Beginn der Studie. Mhm. Im Durchschnitt. Okay. Und das ist schon ein ziemlich krasses Thema. Und das ist, je tiefer man da in diese Biologie reingeht, sowas wird möglich werden. Und ich kann mir einen Fall, Name Aubrey D. Gray, ist sehr zwiespältig gesehen in der Fachwelt, aber so, als ich angefangen habe, damals Doktorarbeit, so 2005 ungefähr, hat ihn keiner ernst genommen. Mittlerweile ist er Keynote-Speaker auf den renommiertesten Tagungen, weil es gezeigt hat, dass eben viele seiner Theorien zum Altern richtig sind und dass es tatsächlich beeinflussbar ist. Und das wird ja auch durch weitere, jetzt, wenn man vielleicht nicht ganz so verrückt weit denkt, obwohl es gar nicht so weit weg ist, wenn man sagt so, wir können jetzt Schweine mit dem gleichen Immunsystem individualisiert züchten, dass du quasi Ersatzteillager hast. Und wenn du sagst, ich brauche eine neue Niere, dann wird dir halt dem Schwein entnommen und implantiert. Das ist was, was in den nächsten 2 oder 3 Jahren marktreif ist. Okay, das war ja eine Wahnsinnsinnovation. Jetzt, wenn man daran denkt, dass es viel zu wenig Spenderorgane gibt und so genau. weiter. Genau. Also das sind so viele Sachen im Moment in der Entwicklung, die in die nächsten Jahre kommen werden. Und
vor kurzem einmal einen schönen Vergleich gelesen, ich weiß nicht, was war, so die Finanzkrise 2008 hat die Digitalisierung oder so Smartphones und so massiv befeuert. Wenn man so sagt, die Covid-Krise jetzt 2020, 2021 befeuert die biologische Innovation massiv, also dass man da die nächsten Jahre auch noch sehr interessante Gadgets wird sehen können, die uns einiges helfen werden. Ja, das ist auch wieder ein gutes Stichwort. BioNTech, Impfstoffhersteller, so wie ich das verstehe, korrigiere mich, haben die ja diesen Covid-Impfstoff quasi als Abfallprodukt ihrer eigentlichen Forschung und sowas entwickelt, weil sie die eigentlich auch um Krebsmedikamente kümmern und gesagt haben, das ist so, naja, das gleiche Vorgehen, dann machen wir heute halt mal geschwind so einen Impfstoff. Genau. Sind die jetzt, ich meine, die haben ja das erfolgreich geschafft, sind die jetzt auch sonst auf einem guten Weg? Also ist das quasi, kann es dann sein, dass, dass eure Software oder eure Dienstleistung irgendwie sagt, in 2, 3, 5 Jahren, schau her, da gibt es jetzt von BioNTech Krebsmittel, Impfstoffe, was weiß ich. Also da wird es auf jeden Fall Entwicklungen geben, keine Frage. Und weil das ist jetzt auch nochmal ein cooler Ansatzpunkt für das Thema Informationstechnologie in der Biologie. Weil was BioNTech macht, die hacken ja im Prinzip den Mechanismus in der Zelle, damit die Zelle was produziert, um dann später den Virus zu erkennen. Du kriegst ja im Prinzip, der BioNTech-Impfstoff ist ja einfach ein mRNA-Strang, der einen Teil von dem Covid-Virus kodiert, der in einer Lipidblase als Impfstoff gespritzt wird. Diese Lipidblase vereinigt sich mit der Zelle, transportiert die mRNA in die menschliche Zelle. Die menschliche Zelle liest diesen Code aus und produziert was, was sie sonst nicht tun würde, nämlich so dieses sogenannte Spike-Protein von dem Coronavirus. Das wird dann wiederum als fremd vom Immunsystem erkannt, kann sich aber nicht fortpflanzen, weil es bloß das Spike-Protein ist. Aber das Immunsystem kennt ab dem Zeitpunkt das und wenn dann der echte Virus kommt, wird der echte Virus angegriffen. Das hat der Ugo Schein, der Gründer, in einem Interview mit Spiegel, glaube ich, beschrieben, weil die da Ende Januar letzten Jahres mit den ersten Meldungen dann am Rechner gesessen sind und die Sequenz analysiert haben, um dann eben das zu entwickeln. Und das ist tatsächlich das eigentliche Ziel von denen, ist, diese mRNA-Impfstoffe zu nutzen, um eben genau gegen gewisse onkologische Indikationen zu impfen. Dass der Körper schon von vorher ein zum Beispiel Brustkrebs als körperfremde Erkennung dann attackiert. Und das wird sicherlich in nächster Zeit auch dazu beitragen, dass genau dieser Effekt, dass man Krebs immer besser und schneller behandeln kann. Das sind die natürlich auf einem verdammt guten Weg. Okay. Jetzt haben wir ja einen wilden Ritt durch die ganze Welt, quasi von Kalifornien, internationale Pharma-Multis, die eure Kunden sind und so. Warum kennt ihr das jetzt? Also mir ist klar, dass irgendwo in China und in, was weiß ich, in irgendwelchen Hightech-Zentren, dass da so eine Forschung gibt an Bioinformatik. Jetzt sitzt ihr ja in Waldsassen oder Tirschenreuth oder in beiden Standorten. Warum geht es, dass ihr sowas auch macht? Ihr seid ja kein Pharma-Multi, sondern ihr seid, wie viel seid ihr? 20 Leute oder was? 20 jetzt, ja, 20 aktuell, ja. Wie geht das? Naja, es ist einfach so, du brauchst eine dicke Internetleitung, da ist eigentlich egal, wo du sitzt. Das war ja vor ein paar Jahren auch noch nicht unbedingt gegeben, jetzt in der Oberpfalz, aber mittlerweile ist das kein Problem. Also du brauchst halt Server und Zugang und im Prinzip Zugang auf Leute mit Hirn, das muss man hier ja definitiv auch haben, mit entsprechender Vorqualifikation, wenn es rundherum schaust, Uni Bayreuth, Uni Ringsburg, überall kann man Biologie auch mit Bioinformatikfach oder Erlangen kannst du alles studieren und es wird natürlich ja gemacht. Ist vielleicht jetzt nicht so sichtbar, weil andere mehr Standardfächer, aber es gibt die Leute ganz klar auch hier. Also hast du, ist es dir ein Problem, Fachkräfte jetzt zu kriegen oder geht das relativ einfach? Das geht relativ gut. Also gerade wenn jetzt sagt, man schreibt naturwissenschaftliche Stellen aus, kriegt man problemlos bundesweit Bewerbungen. Und also das ist relativ positiv. Oder auch Leute, die gern wieder zurückgehen und so. Also das ist, Softwareentwickler ist vielleicht ein bisschen schwieriger, ist aber auch das interessante Thema, denke ich, zieht auch teilweise, ist im Normalfall, also dieser Fachkräftemangel bisher kein großes Thema für uns gewesen.
Okay, cool. Und ihr kriegt wirklich dann bundesweit Personal, die halt nach in die Nordoberpfalz kommen, quasi, um da zu genau, arbeiten. Und weil man natürlich schon einen gewissen Bias hat zu Leuten, die das hier schon kennen. Also das ja. ist, man wird jetzt nicht unbedingt irgendjemand aus Greifswald oder Kiel importieren, wenn man jemand mit einem regionalen Bezug ziehen kann. Oder ist das jetzt schon wieder schlecht mit dem Antidiskriminierungsgesetz? Nein, ich weiß nicht. Ich glaube also nicht. Man findet natürlich jetzt lokal oder im weiteren Umkreis, also man sagt, wir haben jetzt so Reichweite ungefähr bis Hof rauf und südlich weit und so, wo Leute pendeln. Das ist ein großer Raum, wo du sehr viele kompetente Leute finden kannst. Also du sagst praktisch, es ist sowieso ein internationales Thema, das Wissen ist online verfügbar und damit ist wurscht, wo man sitzt und dann kann man gerne in der Oberpfalz sitzen. Genau, und reisen nur mehr im Zweifel zum Kunden sowieso und von wo aus das macht, das ist dann auch schon egal. Ja, okay, cool. Dein Arbeitsalltag, du bist eigentlich Biologe, oder? Biologe, ja, dann Biologe. Bioinformatik, genau. Ja, und ich stelle mir jetzt so Biologen irgendwie, wenn ich jetzt alles vergisst, was du bisher erzählt hast, dann stelle ich mir Biologen vor, die irgendwie so frisch sezieren oder Gemüsesorten kreuzen oder sowas und irgendwie im Labor stehen. Das machst du ja wahrscheinlich nicht. Verbringst du deine Zeit am Rechner oder wie ist das bei euch? Was macht ihr? Ausschließlich am Rechner oder am Telefon oder Skype oder Teams oder was auch immer. Die Daten sind natürlich digital, um einmal verstehen, was in einem Labor passiert, aber ist natürlich eine reine rechnerbasierte Tätigkeit. Und das letzte Mal ein Frosch seziert, ich habe überhaupt erst einmal einen Frosch seziert, das war im Grundstudium Biologie, zweites Semester, da bin ich dann auch erst mal durchgefallen, weil das nicht meine Spezialität ist, sondern das gehört dazu, aber diese Molekularbiologie ist an sich, ja, gibt es viel mehr als von den klassischen Biologen, weil es halt auch für zukunftsträchtig ist, da wird mir jetzt wieder jemand schlagen wollen für die Bemerkung, aber du brauchst ja die Molekularbiologie, um die andere zu verstehen und da ist halt auch viel mehr Wertschöpfung, deswegen gibt es halt auch viel mehr qualifizierte Leute. Ja. Also es ist nicht dieses klassische Bild, der klassische Biologe heutzutage dort nicht Käfer zählen, sondern der ist normalerweise im Labor oder am Rechner. Ja, und Daten ist praktisch jetzt dann aus deiner Warte, ist es quasi egal, ob die jetzt auf der Festplatte gespeichert sind oder in so einem DNA-Strang, weil letztlich ist alles Information und man kann es vom einen zum anderen übersetzen. Genau, du kannst das problemlos übersetzen. Es gibt, und DNA ist ja extrem haltbar. Also du kannst ja zum Beispiel Mammuts, die ewig lang in Sibirien eingefroren waren, deren Source-Code kannst du auch auslesen und sequenzieren. Und es gibt jetzt eine Gruppe in Harvard, die verwendet jetzt, weil wir können ja mittlerweile auch gut DNA synthetisieren, der verwendet jetzt DNA als einfache Speichermethode. Also du kannst jegliche Art von Information in DNA in Buchstaben abspeichern und wieder auslesen. Dauert natürlich länger als mit der Festplatte, aber funktioniert. Und dann gibt es so Ansätze, dass du einen Film problemlos in DNA speichern kannst. Du kannst, da habe ich jetzt das Ding da. Gut, ist jetzt eh bloß akustisch da, bringt nichts, was zu zeigen. In so einem 3 Milliliter Glas kannst du per RNA mehrere 100 Terabyte Information speichern, was du auf der gleichen Menge an Transistoren nie unterbringen wirst. Und man kann es immer lesen quasi, 100.000 Jahre. Man kann es dann auch wieder auslesen, ja, wenn's das halt richtig konserviert kriegst. Ja. Die CD von vor 15 Jahren, die liest in 100.000 Jahren nicht mehr. Die Wahrscheinlichkeit mit der DNA ist viel höher. Ja, und aus aktuellem Anlass, heute, glaube ich, oder gestern ist der Erfinder der Musikkassette gestorben mit 95 Jahren oder sowas. Du kriegst heute schon keinen Kassettenrekorder mehr, was das Ding abspielen kannst, ist also verloren. Genau. 10.000 Jahre alte Mammuts kannst du quasi heute nur lesen. Genau. Wenn es einigermaßen gut erhalten sind. Also das funktioniert, also da hat es letztes Jahr einen lustigen April-Scherz gegeben. Da hat sich in San Francisco ein Startup Mammuti gegründet, offiziell mit dem Ziel, das Mammut wieder zum Leben zu erwecken, weil das erste Tier ist, das vom Menschen ausgerottet wurde. Deswegen muss es sehr schmackhaft sein. Okay. Ist aber, wird wahrscheinlich nichts, oder? Nein, das war eigentlich April-Scherz, aber trotzdem ganz lustig. Aber theoretisch ist das machbar. Ja, gut. Gut, also Mammutfleisch dann am nächsten. Grün. Ja. Gut. Weiß nicht, vielleicht schmeckt es ja super. Ja.
Wie bist du jetzt persönlich auf das Thema gekommen? Also wir haben es gerade gehabt, du hast Biologie studiert und Informatik dann auch noch, wenn ich es richtig verstanden habe. Also als bloß Nebenfach dann. Also ich bin schon mit Biologie, es war immer eine Überlegung, Interesse für Informatik an sich war immer da, aber die reine Programmiererei war mir immer zu langweilig. Und okay. Biologie habe ich schon immer spannend gefunden. Aber dann irgendwann gefunden, ich bin viel zu ungeduldig fürs Labor. Weil es dauert immer, bis du Sachen machen kannst und dann weißt du, ob es funktioniert haben oder nicht. Und am Computer kann man Sachen ganz oft falsch machen, bis richtig sein und es ist nichts kaputt. Und das ist mir eben sehr entgegengekommen. Okay. Und war dir dann klar, auf was ausgeläuft, wie du angefangen hast? Oder wie hat sich das entwickelt, auch auf die Idee zu kommen, zu sagen, wir könnten doch einfach Informationen so aufbereiten, dass da irgendjemand besser behandelt wird, der krank ist? Ja, also es war im Prinzip, ich habe dann eben angefangen, Biologie zu studieren und da dann gesehen, das war dann so kurz nach der Jahrtausendwende ist da die Bioinformatik langsam aufgekommen, bin das erste Mal damit in Kontakt gekommen, da ist damals Lehrstuhl in Ringsburg gerade neu besetzt worden, das habe ich super spannend gefunden, da in dem Bereich so Proteinstrukturmodellierung Diplomarbeit gemacht, was übrigens letztes Jahr bei Google groß durch die Presse, dass jetzt grundsätzlich das Problem mit AlphaFold gelöst haben. Damals Drug Orbit an dieser Proteinstrukturfaltung. Ah ja, okay. Und dann eben gesehen, das ist spannend, aber ich wollte halt irgendwas, was als Anwendung jetzt nicht unbedingt darum geht, Käfer besser zu verstehen oder so. Und habe damals halt interessante Ausschreibung für Doktorarbeit vom Institut für Pharmazie in Würzburg gesehen, wo es eben genau um die Medikamentenforschung gegangen ist. Habe mich halt dann ja beworben genommen und war halt die Thematik dann super spannend. Dann da in dem Bereich Doktorarbeit gemacht, eben Medikamente modellieren und bin dann darüber erst einmal in der Pharmaindustrie gelandet, bei Novartis in der Forschung. Und da damals eben genau in der Zeit, wo der Switch war von wir haben viel zu wenig Daten zu plötzlich wir haben viel zu viel Daten, was machen wir eigentlich damit, weil Daten plötzlich billig waren. Und über die Zeit erst Novartis, dann war ich noch bei Roche, andere Pharmafirma, 3 Jahre. Da bin ich das erste Mal mit der Onkologie und personalisierte Medizin in Kontakt gekommen und da hat sich halt jetzt so langsam aus der Erfahrung entwickelt. Okay, und dann hast du irgendwann gesagt, jetzt greife ich selber an. Ich wollte es immer selber machen, immer selber mal was machen und dann hat irgendwann halt der Zeitpunkt passt und dann losgeht. Okay, ja super. Wie macht ihr das? Wie finanziert ihr euch? Habt ihr Investoren? Gibt es da Fördergelder bestimmt auch für den Bereich? Wie schaut das aus bei BioVariance? Alles ein wenig. Also einerseits haben wir Dienstleistungsprojekte mit Pharmafirmen und so und haben jetzt dann zum Beispiel Ende 2018 eine Investorenrunde gemacht, wo wir extern 2,7 Millionen Euro reingebracht haben, eben genau für diese Produktentwicklung. Also man sagt, wir haben jetzt ein zertifiziertes Produkt, das wir am Markt vertreiben können, das auch entsprechend skalierbar ist, also die Sachen, die man einmal entwickelt hat, auch mehrfach verkaufen kann. Und da starten wir jetzt das dann auch dieses Jahr rauszutun. Da hat uns halt jetzt Covid ungefähr ein halbes Jahr gekostet, aber das haben wir jetzt relativ gut kompensieren können mit Aktivitäten in dem Bereich. Und und da geht jetzt weiter, das ist jetzt die nächste Herausforderung, eben das, was wissenschaftlich jetzt einwandfrei dasteht, wo wir einige schöne Preise dafür gekriegt haben von der Innovationsseite und jetzt auch gutes Feedback, dass wir das jetzt mit gewissen Krankenkassen als Partner jetzt an den Markt bringen, zusätzlich über die Partnerschaften hinaus, wo wir es jetzt ja schon anwenden. Okay, also die größte Herausforderung jetzt demnächst, der Vertrieb, quasi das Ding, genau, also das Prinzip, gute Produkt auch verkauft zu kriegen. Genau, im Prinzip an weitere Stellen bekannt zu machen und da halt entsprechende Organisationen oder Partner zu finden, die das dann damit übernehmen. Ja. Aber wie gesagt, mit gewissen Partnerschaften ist jetzt auch schon im Einsatz und weil du sagst Fördermittel, das hat man natürlich einen im einen oder anderen, zum Beispiel beim größten EU-Förderprojekt im Bereich Darmkrebs, sind wir als einer der Partner mit drinnen. So ist es natürlich einmal super wichtig. Ja, cool. Jetzt seid ihr auch noch im Krankenhaus, im ehemaligen Krankenhaus in Waldshausen. Habt ihr da irgendwie eine Etage oder Räumlichkeiten? Was macht ihr jetzt da? Erzähl nur kurz. Das ist jetzt ein bisschen die verrückte Reaktion gewesen. Es hat sich also ein Gespräch mit dem Abgeordneten Rupprecht jetzt ergeben zum Thema Corona-Testkapazitäten. Jetzt haben wir welche vor Ort, wo wir innerhalb weniger Stunden eben
auch die Ergebnisse liefern. Und wir haben halt in der Firma einige Leute mit guter Laborerfahrung vorher und die haben wir halt jetzt genutzt und auch die Erfahrung der Softwareentwicklung rundherum genutzt, um eben jetzt da einen vollen Workflow zu haben. Das Rote Kreuz nimmt einen Abstrich, wir kriegen das Sample, machen die PCR und füttern das Ergebnis digital zurück. Normalerweise innerhalb von einem halben Tag das Ergebnis da problemlos. Okay, und das jetzt werden wir natürlich, im Moment ist es eine reine Covid-Sache, wir werden das aber jetzt dann auch weiterentwickeln mit anderen Partnern, dass man auch weitere Laborsachen, also dass man neben der IT-Analyse im Zweifel auch die Daten generieren kann. Ursprünglich nicht so geplant, aber interessanter Nebeneffekt jetzt von eben der Covid-Krise. Und jetzt machen wir da auch, ist das ein schönes Add-on, denke ich. Okay, also so quasi zweiter Standbein oder zweite... In der Richtung wird es werden, denke zweite ich. Zweite Stufe, jawohl, gut. Gut. Jawohl, Sepp, herzlichen Dank für deine Zeit. Ich finde es super spannend. Ich finde es auch super spannend, dass das bei uns gibt und nicht irgendwie in München oder Basel oder was weiß ich, Shanghai oder so. Dir weiter viel Erfolg und wir bleiben dran, wenn es was Neues gibt, werden wir uns bestimmt wieder hören. Ich danke dir. Danke. Mach's gut. Viel Erfolg. Danke, Nick, für die Zeit. Danke und auch dir viel Erfolg und immer wieder schön da ein bisschen berichten zu dürfen und hoffentlich jemanden zu finden, der es interessant findet. Danke. Das denke ich. Alles klar. Ciao. Ciao. Das war der Oberpfalz Echo Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Damit du keine Folge verpasst, abonnier doch am besten gleich unsere Sendung. Servus, bis demnächst. Wir hören uns.